Tür sollst du alles erfahren. Dann werden wir jetzt mal alles erfahren. Hinter dieser Tür. Hinter was von der Tür eigentlich? Ich sehe keine Tür, ich sehe nur. Weh, du teleportierst mich wieder, dann muss ich wieder kotzen. Oh. Priesterin der Freya, was machen die denn hier? Sag mir doch mal Hallo. Was hast du in den Innereien des. Was soll das heißen? Den Inseln stehen harte Zeiten bevor. Sprich Klartext. Ja, sprich Klartext. Der Saal war deformiert. Immer ein schlechtes Omen. Auch für mich. Hörst du? Was wird aus mir? Junge, es ist ein deformiertes Herz. Ich lass dich nicht sterben, gewiss nicht. Befolge einfach meinen Rat. Der da wäre. Darf ich euch Geralt von Riva vorstellen? Geralt, das ist Udalric. Ja, du solltest nicht sinken. es ist eine Feier. Das ist vollkommen was anderes, hä? So. Nein, glauben wir mal nicht an Omen. Wie man zwischen sagt, Nomen est Omen. Ob man daran glaubt oder nicht, spielt keine Rolle. Sag ihm, was ihn erwartet, was du mir gesagt hast. Was ihn? Mich? Euer oder ihn? Euer Schicksal ist miteinander verbunden. Das deine und Udalrics. Dich erwartet Dunkelheit. Vor dir Feuer und Schatten. Ja, das ist ja mal hast sehr du, genau. Geralt? Ist jetzt alles klar? Oh, na gut. Oh, geil. Vor, die trollt doch auch. Sein eigenes Schicksal hat man nicht in der Hand. Ach, nee. So, danke für die Weissagung. Du glaubst es noch nicht. Aber du wirst dich an meine Worte erinnern. Ja, im Nachhinein. Das wird schön. Was erwartet denn Yennefer und mich? Das wird so dauer. Yen, würde ich gerne etwas über uns fragen. Was hält die Zukunft für uns bereit? Du wirst die finden, die du suchst. Doch sie wird sterben. Oh. Das ist jetzt ein bisschen hart. Moment, und wen genau suchen wir denn? Ausgewachsener, dunkelhaariger Fremder für mich? Dann muss ich wohl mit dir vorlieb nehmen, Geralt. Ich höre Spott in deiner Stimme. Aber meine Omen lügen nicht. Herrlich. Herrlich. Die trollen alle beide. Na gut, schön, dass wir uns gesehen haben. Ein Hoch zum Gedenken an König Bran. Oh je. Na dann. Ich trinke nicht. Wir trinken. Ach Gott, wir sind ein Hexer. Wir haben sowas von einer Leber. Die kann alles Giftige aus unserem Körper innerhalb von Sekunden befreien. Lass uns jetzt gehen. Ja, Ruhe bewahren. Möge eure Zukunft nicht so düster sein, wie sie erscheint. Jord, die Schmerzen kommen zurück. Mein Kopf tut wieder weh. Wir lassen euch jetzt allein. Ja, ich glaube, die gute Yen mag Alkohol nicht. Seltsamer Mann. Er soll sehr krank sein. Dafür macht er aber heute einen guten Eindruck. Na, Alkohol betäubt die Sinne, wie man so schön sagt. Also, was haben wir noch? Aber die gute Yen will nicht, dass ich trinke, damit man die, keine Ahnung... Bettszene wahrscheinlich dann nicht uns vermasseln, sollten wir uns vielleicht etwas zügeln. Ja, nicht, dass uns alles dreht und wendet und... Ja, was bist du denn für einer? Geralt, dies ist Holger Schwarzand, Birma, Brands Witwe und unsere heutige Gastgeberin. Ihr kennt euch bereits. Witwe? Die Pflicht einer Witwe ist es, bei ihrem Ehemann zu sein. Die Pflicht einer Witwe ist es, sich um den Königssohn zu kümmern. Nicht nach unserem Brauch. Eure Bräuche sind barbarisch. Oh, da mag einer die Skelliger nicht. Da sollten wir uns nicht einmischen. Eigentlich sollte man sich da hier wirklich nicht einmischen, aber ihre Bräuche sind wirklich ein bisschen barbarisch. Na wobei, das ist so eine Sache. Das ist so ein Ding mit den Bräuchen. Also eigentlich, man kann das von einer anderen Seite her als barbarisch bezeichnen. Aber genau so wird die auch auf die unseren Bräuche wahrscheinlich schauen. Dass wir die Barbaren sind und nicht die. Es gibt da keine richtige Antwort. Eigentlich sollte man sich da nicht einmischen.
Kritik steht uns nicht zu, Jenny. Ein jeder macht die Dinge auf seine Weise. Wir reden hier über die Selbstverbrennung von Frauen, nicht über Baumdekorationen für Jule. Ja, Selbstverbrennung ist was anderes auf Scheiterhaufen, ne? Land. Tradition ist in Skellige sehr wichtig. Die Menschen machen die Gesetze und sie können sie ändern. Na, die hätte ja ohne aufs Boot gehen sollen. Das ist ihre Entscheidung gewesen, nicht auf das Boot zu gehen. Sie ist trotzdem drauf gegangen. Und daher kann man da niemanden verurteilen. Im Gegenzug zu den Hexenverbrennungen in Novigrad. Da hatten die nicht so ganz das Recht drauf. Wobei, da wird eher das... ja, das Recht zur Ausübung des freien Willens. Das wird da eigentlich eher auch ziemlich vorgenommen. Naja, dein Verlust tut mir leid. Ich habe viel Gutes über Bran gehört. Ich werde ihn sehr vermissen. Ich war nicht seine erste Frau, aber ich gebar ihm seinen ersten Sohn und habe ihn bis zum Tod begleitet. Ah, so schnell schon. Mensch. Wir haben viele Jahre miteinander verbracht. Da sollten wir mal weitergehen. Lass uns gehen. Für uns wird es auch Zeit. Komm, Swanderick. Birna ist eine intrigante Hure. Weigert sich einzugestehen, dass ihre Herrschaft vorbei ist. Bran hat gewusst, wie er sie im Zaum hält. Lasst uns auf ihn trinken. Ich sollte nicht trinken. Oh Gott. Scheiße. Och Mann, was soll denn das? Wieso? Ich will mir das eigentlich nicht so... Das ist eine sehr schwierige Entscheidung jetzt. Eine sehr schwierige Entscheidung. Entweder nehmen wir die richtige Entscheidung oder nehmen wir die Entscheidung, die uns ins Bett bringt. Das ist aber in diesem Fall wirklich... Ach, drauf geschissen jetzt, komm. Wir sollten weiter. Holger, auf dein Wohl. Und besonders das deiner schwarzen Hand. Die sollte auch was trinken. Außer die hat irgendwas da reingemischt. Nein! was ist bloß? Das gibt nur Ärger. Also du hast keinen Bock auf sie. Dann tu es. Wir sollten gehen. So. Ach, Mann. Es ist erstens mal eine Feier. Die soll sich mal nicht so haben, ey. Total, total schlimm. Das Schicksal hat euren Männern übel mitgespielt. Bei denen trinke ich nicht. Sind die Inseln der Witwen. Für euch Festlandbewohner hat der Krieg erst vor einem halben Jahr. Wir kämpfen schon seit Jahren gegen Nilfgaard. Und das wird wohl nie aufhören. Ihr solltet stolz auf eure Ehemänner sein. Eure Gatten waren zweifelsohne ruhmreiche Männer. Ei. Gotten war Kapitän eines Langschiffes mit fast 3 Dutzend Männern an Bord. Überfiel ein 30 nilfgaardischer Dörfer und füllte sein Schiff mit Gefangenen. Auf der Rückfahrt trafen sie auf eine Flotte der Schwarzen. 3 Galeonen. Doch unsere Männer flohen nicht. Sie wurden geentert. Gotten hieb einem kaiserlichen Kapitän den Kopf ab. Dann trieben sie ihn zur Reling zurück. Er starb mit einem Kriegsschrei auf den Lippen. Mein Holte war ein Kundschafter, schlich sich ins Lager der Feinde. Hunde spürten ihn auf. Von den Schwarzen umzingelt schnitt er sich selbst die Kehle durch. Verhinderte, dass sie ihn verhörten. So, ja, das wird jetzt... was wird denn jetzt aus denen? Kümmert sich bestimmt gut um euch. Frauen brauchen keine Männer, die sich um sie kümmern, Geralt. Die Zauberin hat recht. Wir können gut auf uns selbst aufpassen. Krieg und Tod sind wie Zwillingsschwestern. Wir kennen sie schon so lange. Hier trauert keiner. Statt Tränen gibt es nur Rache. Die Frauen von Skellige sind fruchtbar und gebären keine Feiglinge. Rache macht immer zu viele Leute tot. So, dann sollten wir mal gehen. Lebt wohl. Mögen eure Söhne immer in sichere Häfen zurückkehren. Wie es die Götter wollen, so soll es sein. Ist Triss bei dir nach Kaer Morhen gegangen?
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die hingegangen ist, aber die ist schon. Jede würde eine gute Zauberin abgeben. Ich kenne keine einzige Zauberin aus Gellige. Und erst recht keine berühmte. Es gibt nie eine. Auch als Koralle bekannt. Erinnerst du dich nicht? Ah, ich kann mir... Was? Okay, aber an die kann ich mich nicht erinnern. Liegt das jetzt am Alkohol oder daran, dass ich den Namen wirklich noch nie gehört hatte? Egal, Jalborn, den hatten wir schon. Die Witwen hatten wir auch. Blaue Jungen, Lugos. Das klingt doch mal nach Spaß, Mensch. Und ein Bart, oder nicht? Der Bart, also warst du mit ihr auf dem... Ja, ich war auf dem Turm. Natürlich war ich auf dem Turm. Natürlich war ich mit der schon auf dem Turm. Mit der Favoritin hat man immer am meisten Spaß, wirklich. Und die ist nicht so penibel. Was, Nordling? Nicht so wie die Yen, die so ein bisschen dem Alkohol entsagen möchte. Wie soll es sich mal nicht so haben? Es ist ja mal echt schlimm. So. Oder ist sie mit dem anderen, mit dem Schiff weggegangen? Nee. Die ist nicht mit dem Schiff weg. Ich weiß nicht, wohin das Schiff gegangen wäre. Das Schiff wäre gegangen nach irgendeine Wüstenstadt oder irgendwas im Norden. Keine Ahnung. Das ist das ja doch fast zwischen euch. Yen ist langweilig später. Ja. Schon fast zwischen euch durch. Naja, Yen, keine Ahnung. Klar, die hat hier ihren Fable, aber die steht auf Hengste. Aber sonst war es das gewesen. Die ist so ein bisschen sehr eigenwillig. Hab das mal getestet, dass du beide auf einmal ins Bett. Das geht? Wie will man das denn hinbekommen? Aber egal. Odrück an Hinder. Ah, ne, den hat man schon. Ich dich kurz sprechen. So, alle trauen um König Bran. Es ist traurig, wenn jemand wie Bran stirbt. Alle sagen, dass er ein guter König war. Es wäre auch nicht passend, anders über die Toten zu sprechen. Stimmst du dem denn nicht zu? Bran hat sein Leben auf See verbracht. Während er unterwegs war, haben Fäden die Inseln von innen zerstört. Die Leute waren wütend, dass es keinen Mittler oder Schlichter gab. Aber dann kehrte Bran mit Beute zurück, gab ein Fest, ließ den Met in Strömen fließen und alle liebten ihn wieder. Na, schönes Ding. Kommt aber nicht gut. Am nächsten Morgen liegst du gefesselt am Bett. Ja, geiles Ding. Das ist doch eigentlich gerade gut. Ach, nee. Bitte mit mir. Die Feste von Kertwolde sind legendär. Axwerf. Gezähmte Bären. Hör auf zu brüllen. Noch mehr Gäste, noch mehr Skelliger, Betrunkene. Skelliger. Und beide sind weg. Oh, beide sind weg ist kacke. Och, Menno. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yardona an Hinder. Nicht nur einer, der Hexer. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab. Steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Och Mann, dass beide dann wechseln, ist doch Müll. Jetzt machst du mir aber Angst. Das will ich nicht, weil die gute Triss will ich wenigstens behalten. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Naja, so. Geht vor die Tür. Beruhigt euch. Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindarsfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken. Das macht man nicht. Buch trinken und auf deinen Tisch scheißen. Du kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Oh Mann. Der Kaiser wäre hoch erfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere.
hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Oh, schön, ey. Oh Gott. So, jetzt muss ich das aber wirklich machen hier. Ich darf mich nicht so lange gespoilert lassen. So, du gehst weiter. Das beruhige dich. Ist eine große Klappe. Geh mal lieber in den Kessel umbrühren. So, dann beruhigen wir dich mal. So. Mir sagt kein Weibstück, wie ich zu kämpfen habe. Ja, dann kämpf doch mal gegen das Weibstück. Gehen wir, Geralt. Diese Diskussion führt zu nichts. Er hat anscheinend schon zu viel gesehen auf dieser Welt. Genauso wie wir. Was haben wir denn da? Skelliger, Typ vorm Feuer, Typ hinterm Feuer, der Betrunkene. Ach nee, das war der Typ hier mit dem Leiden. Ah, und ich glaube, du wirst es noch sehen, was ich mit dir mache. Uiuiui. Ich kann mir vorstellen, was ich mit mir mache. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Na dann, gehen wir. Ich nehme an, Moissach ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Was sind Sie hier so mit gerade in Kamera? Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Ach, die Weltenschlange? Komm, Geralt. Ja, deshalb liest man die Bücher, damit man weiß, von was die Leute hier reden. Mir, diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Wieso hast du eine Maske auf? Genau. Oh Gott. Wieso hast du eine Maske auf? Und wieso ist hier Stroh? Oh, Bücher. Die Nilfgaarder Kriege der Geschichte unserer Zeit. Okay, nehmen wir auch noch mit. So, ja, falsch geschrieben. Ach, sorry. Keiner weiß, wie das richtig geschrieben wird. Man ist wahrscheinlich zufällig bei der richtigen Rechtschreibung, aber ist egal. Aber ich glaube, du hast richtig geschrieben. Oder? Care? Nee. Morhen. Fucking Tür. Will die mich verarschen? So, da gehen wir dann gleich mal durch diese Tür durch, aber vorher lesen wir noch diesen Wälzer. Dass sie mich aus dem Fenster teleportiert hat, dass ich in See von Camorren lande. Oh mein Gott. Dass ich extra zurücklaufen musste, war kacke. Das war so ein langer Weg. Ja, na, geiles Ding. Oh, herrlich. Ja, so ist es mit den Zauberinnen. Du kannst nicht sagen, dass du die eine liebst und die andere. Eigentlich kannst du es ja schon. Weil Liebe ist nicht nur eine Person, du kannst ja auch mehrere lieb haben. So. Die sollen sich mal alle nicht so, ne? Also komm. Die haben bestimmt schon mit jemand anderen auch schon Spaß gehabt. Na egal. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Den werde ich jetzt lesen. Die Nilfgaard-Kriege oder Geschichte unserer Zeit. Es kam für viele überraschend, als kaum 3 Jahre nach dem zweiten Nilfgaard-Krieg, von dem es geheißen hatte, er würde allen Kriegen ein Ende machen, die kaiserlichen Streitkräfte ein weiteres Mal in den Norden einfielen. Gelehrige Studenten der Geschichte hatten diesen Lauf der Dinge allerdings voraussehen können, da Nilfgaards Wirtschaft und Politik seit Jahren von Expansion und Eroberung abhängig sind. Die aufmerksame Analyse zeigt, dass Nilfgaard seine Pläne zur Unterwerfung des Nordens nie aufgegeben hatte. Entgegen der landläufigen Meinung standen keine Zauberinnen, sondern kaiserliche Diplomaten hinter dem Tod König Foltest. Sie waren es auch, welche die Krise beim Gipfel in Loch Moinen verursachten. Auch der aktuelle Konflikt ist das Resultat kalter Berechnung und langfristiger Planung.
Das Wachs auf dem Frieden von Zintra war noch nicht getrocknet, da bereitete Emhyr Far Emreis bereits den nächsten Krieg vor, der schließlich im Frühling 1270 ausbrach. Der erste Teil des Krieges verlief für den Kaiser exakt nach Wunsch. Schon nach wenigen Monaten fanden sich Lyrien, Edern und Temerien im Schatten des Schwarzen Banners wieder. Dass nicht schon der gesamte Norden zur Provinz Nilfgaards geworden ist, ist allein den frühen Frosteinbrüchen im Dezember 1270 und dem Wagemut Radovids zu verdanken. Er zog seine Kräfte nicht am Ponto zusammen, sondern fiel in Kedwen ein und verdoppelte so sein Territorium und seine Stärke. Tolles Ding. Wissen wir mehr. So. Na dann. Ja, was denn jetzt los? Bleibt doch nicht stehen. Ja, ja, nein, ja, nein, ja, nein. So. Gut. Aber komischerweise konnte ich jetzt kein einziges Mal mehr auf nicht trinken klicken. Das ist schon ein bisschen. Habe ich jetzt, glaube ich, dreimal getrunken, oder? Verdammt. Oh, verdammt. Aber ist jetzt auch Wurst. Ist jetzt auch vollkommen Wurst. Jetzt wird's interessant. Ein Ei? Wieso ist denn hier ein Ei? Hatten wir. Gibt's denn ja sonst noch was? Ja, natürlich. Oh, ey, ich krieg hier nur Müll. Alles Mögliche habe ich ja schon mal gelesen. Alkohol ist nice. Das wollen wir doch. Oh, Moment. Habe ich Portale schon durchgelesen? Das sah so ein bisschen halbgrau aus. Schon gelesen. Ja, schon gelesen. Moment, was ist das denn? Alter, vergilbter Brief, Alter. Oh, ja, Moment. Haha, ich habe ja das hier. Notizen auf Pergament von Hieronymus zum Hexer Elgard. Das habe ich mir ja geholt, das muss ich mir immer noch lesen. Einige Schemas zum Verbessern von der Wolfsschulenausrüstung sind auf den Skellige-Inseln versteckt. Nice. Elga ließ sie in Zentrum Art Skelliges sowie in den Ruinen zweier Wachtürme auf Undweg und auf Spigero. Er hoffte auf Hexer, die sie brauchen und klug genug sein würden, sie zu finden. Elga hat weitere Schemas zum Verbessern der Wolfsschulenausrüstung in verschiedenen Regionen Skelliges. Verbinden sich in einem hölzernen Fort. Okay. Nach der Entdeckung von Symbolen der Bärenschule der Hexer in den Ruinen der Burg. Scheiße. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Türsech. Der Burg Türsech beauftragte Professor Atimstein mich mit der Erstellung einer Karte wie der von A. Kermit, auf der die verschiedenen Fundorte, welche Symbole, bla bla bla. Okay, hatten wir. Karte ist beschädigt und blutbefleckt. Markierten Orte sind schwierig zu erkennen. In Ruinen von Burg Türsech. Dort haben wir die ersten Symbole gefunden. Ich habe mich unverzüglich auf den Weg zu den Ruinen der Burg Türsech gemacht, wo wir unsere Studien begonnen haben. Und dann noch. Nach Professor Atimsteins Einführung studierte ich die Spuren der Anwesenheit von Hexern der Bärenschule. Ich entdeckte ihr Bärensymbol an immer mehr Orten. Jeden davon habe ich auf dieser Karte verzeichnet. Ich stellte etwas Beunruhigendes fest. Ein gewisser seltsamer Herr verfolgt mich offenbar seit einiger Zeit. Er übernachtet in der gleichen Herbergen wie ich. Er folgt mir wie ein Schatten. Ich habe beschlossen, umgehend zum Ausgangspunkt meiner Suche zurückzukehren, zu den Ruinen der Burg Türsech und dort die anderen Expeditionsmitglieder zu treffen. Okay, wisst mal Bescheid. Wir haben natürlich mehrere tolle Quests, die wir auch schon halb durch haben. Na, kriege ich das mal? Ja, genau. Ist ja nur hoch. Ich muss erst auf dieses Teil hochklettern, damit ich das mitnehmen kann. Wo leben wir denn? Schritte. Oh, Schritte. Oh mein Gott. Schnell, ich höre überhaupt nichts. Spatzen piepsen und Schnauzen zwitschern. Und was machen Dohlen? Die Dohlen. Dohlen krächzen.
Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Die singen. Nachtigallen singen. Das ist ja genial. Mehrere Synonyme für das, keine Ahnung, Ausgeben irgendwelcher Werte. Was haben die bitte hinter diesem Wandteppich gemacht? Das war nah dran. Wow, hier ist noch was. Noch mehr zum Mitnehmen, noch mehr Bier. Wir brauchen mehr Bier. Wandteppich. Also ein Wandteppich hat schon was. Ist natürlich hier eher so eine Art Vorhang, damit man nicht sieht, was dahinter ist. Oder, beziehungsweise, ja, nicht aufräumen muss. Und das ist das Tolle an einem Vorhang. Den kann man irgendwo davor hängen. So, das heißt das Ding auch Vorhang. Ich muss dann wieder nach Novigrad und die ganzen Bücher verkaufen. Nach da, dafür bist du noch zu... Das glaube ich doch eher nicht. So. Was kann ich überhaupt... Ja, ich kann bestimmt dieses Fenster aufmachen. Hm? Bestimmt. Das ist ja nicht ohne Grund hier. Ah, abgeschlossen. Schade. Aber ein Arzt zur rechten Zeit öffnet das, was zu bleibt. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Mäuse sind das deine? Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Na, no shit. Hier ist ein Sims vor dem Fenster. Ein Sims vor dem Fenster. Da ist dann so ein grüner Edelstein, der über diesen Sims schwebt. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier irgendwo rausgehen. Ach, komm schon. Das gibt's ja nicht. Ja, und wären wir jetzt ja eher zu dem Fenster reingegangen, rausgegangen, dann hätten wir uns jetzt die Krähen nicht gesehen. / Raben, was auch immer. Kann man hier durch? Abgeschlossen. Schlüssel von Nöten. Ja, natürlich. Es ist immer ein blöder Schlüssel von Nöten. Brauche ich überhaupt noch zum Level ab? Oh, so kurz davor. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Oh, verdammt. Jeder einzelne Schritt ist ein Schritt zu viel, ne? Genau. Das Motto eines jeden Zauberers. Oh, das sieht aber schon schick aus. Oh, das sieht so geil aus hier, diese Stadt, wenn die so im Dunkeln aufleuchtet. Ah, ja. Ja, nee, nicht ja. Mach auf. Mach auf die Tür, die Tor mach weit. Es kommt der Geralt und macht euch alle bereit. Jetzt wird's spaßig. Oh nein, keine Gifte jetzt. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Was für eine Spielerei. Eine. Vor allem ist alles ausgeschmuggelt. Sieht lebendig aus. Ja, sieht. Entweder sind die Dinger ausgestopft oder. Eine. Kermorhen. Ach, bitte. Och, Mann. Ach, bitte. Ja. Diese ist so ein Spaßverderber. Spaßspiel, was auch immer, Verderber. Kermorhen. Ach, bitte. Einen Bären. Was haben wir denn hier? Moment.
Eins, zwei, drei, vier. Okay, merken wir uns das mal. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Ja, außer der die Dinger hier angestellt hat. Es könnte auch sein, dass die nicht gedingst sind. Dass die nicht... Oh Mann, ich komme nicht auf das blöde Wort. Dass sie nicht ausgestopft sind, sondern dass die einfach nur eingefroren sind und im nächsten Moment...